Moin YouTube, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe eine kleine Perle bekommen. Ich habe 2 Tage vorher Zugang zu Vorkane bekommen. Was ist Vorkane? Lasst es mich schon anhand des Hauptmenüs zeigen. Passt mal auf, ich zeige euch mal was. Guckt mal hier. Also, das sagt ja schon viel über die Entwickler, oder? Ich finde, das ist schon cool. Aber was haben wir hier? Wir haben hier ein Deckbuilding Tower Defense PvP PvE Game. Also man kann sowohl gegen Gegner PvE im Einzelspielermodus, aber auch im Battle Royale Modus gegen unzählige Spieler, ich glaube 36 sind es am Stück, gegen andere kämpfen. Was macht man in dem Spiel? Das ist unique. Man nutzt hier ein Tower Defense, ein Base Tower Defense Spiel mit Deckbuilding Mechanics. Du hast einen Turm, der muss beschützt werden. Das ist quasi der Magier, wie in jedem, ja, Card Building Game. Ne? Dann hast du Karten, die du beschwören kannst. Du hast Gebäudekarten und du hast Monsterkarten. Die Gebäudekarten, wenn du die spielst, kannst du Gebäude platzieren. Die verteidigen deine Base. Die haben ein Tech Tree. Du kannst diesen sogar weiterentwickeln. Du kriegst dann anhand dessen Kasernen, wo du sagen kannst, was möchtest du für Units haben. Dann kriegst du, wenn du das hast, die Units-Karten. Es ist rundenbasierend. In jeder Phase kriegst du dann deine Sachen ausgespielt. Je nachdem, was du für Units bekommst, kriegst du die dann ausgespielt. Man hat sogar einen Friedhof. Es ist alles vorhanden. Es ist nur komplett neu rübergebracht. Das ist insane, Leute. Ich habe schon mal das Tutorial angetestet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal gemeinsam für dieses Video. Wir werden das übrigens morgen Abend im Livestream auch mal spielen. Beziehungsweise wird das Video maybe heute, ja, vielleicht wird es auch erst, also es wird am Mittwoch, ne? Falls heute noch Dienstag ist, ich weiß nicht, wann das Video kommen wird. Falls heute noch Dienstag ist, morgen, falls jetzt schon Mittwoch ist, kommt es heute Abend raus. Da machen wir das um, ja, ich muss es wahrscheinlich 21 Uhr spielen im Livestream. Weil ein Kollege, wir machen vorher noch was anderes. So, wer gerne mit dabei sein will. Das Spiel an sich kommt erst übermorgen am Donnerstag raus. Ne? Könnt ihr gerne schon mal auf die Wunschliste setzen. Gut, in diesem Sinne, wir spielen jetzt einfach mal die Kampagne. Ne? Die erste Mission. Weil das ist Tutorial, das zählt nicht. Wir machen jetzt letzter Überlebender. Da bin ich ja mal gespannt. Hier sind so ein paar Kartenbeschreibungen. Das Spiel gibt es auf diversen Sprachen. Unter anderem auch auf Deutsch. Hier haben wir ein Deck. Hier haben wir unser Deck. Wir können auch mit Alt gedrückt halten, wie er sich weiterentwickeln kann. Ich habe jetzt die Karte ausgesucht, die lustigerweise nichts hat. Wir können mal zum Beispiel hier den Grenzschützer machen, wenn wir den... Okay, gut. Jetzt wird es langsam peinlich. Genau hier. Der, was? Kelbernte? Was ist denn eine Kelbernte? Ich bin mir nicht sicher, was Kelb ist, aber ist ja auch egal. Wahrscheinlich irgendwas Grünes. wenn wir den platzieren, können wir das hier bekommen. Dann ist Fütterungszeit. Wenn wir Fütterungszeit machen, können wir uns entscheiden. Hier gibt, das ist dann eine... ein Zauber, der uns eine Armee anscheinend beschwören kann. Mit 2000 von betörender Schwarm oder Quallen 1500 oder 1400 Parasitenschwarm. Jede einzelne Karte, ihr seht, das ist mit Informationen zugeprügelt, hat noch Eigenschaften, die muss man studieren. Die haben verschiedene Reichweiten, Lebenspunkte, Angriffsraten, Stärken. Man muss halt wirklich strategisch vorgehen bei dem ganzen Game. Das ist nichts für zart Beseitete, wie mich. Ich probiere mich hier trotzdem mal durchzuschlagen. Genau. Also hier ist ein Deck, man kann ja auch sein Profil. Mal ein bisschen leiser gemacht. Man kann ja auch sein Profil einstellen, ein bisschen updaten. Ich durfte mir aussuchen, ob Hund oder Katze. Ich habe einen DLC bekommen, Leute. Deswegen ist hier alles mit, Katzen. Ja? Es gibt DLCs für das Spiel. Mega cool. Gut. Man hat hier noch ein Deck. Man kann natürlich vorab sein Deck zusammenbauen mit den Karten, die man hat. Man schaltet wohl im Laufe der Zeit auch neue Karten frei. So, ich nehme jetzt das Default-Deck. Ich habe noch den Kristallbaum hinzugefügt, weil ich mir denke... oh, ist ja gar nicht so laut.
das ja ganz cool sein wird. Der bietet beim Ausspielen diverse Sachen, wie unter anderem Ressourcenproduktion. Der kann den Zauber Sommer bekommen. Mit Sommer bekommen wir 80 Stein. Und daraufhin können wir Winter bekommen. Da kriegen wir auch wieder Materialien. Man kriegt halt so Stuff. Gebäudekosten, man kann auch Mauern bauen, die kosten halt Ressourcen. Da muss man halt dafür sorgen, dass die auch, immer vorhanden sind, weil sonst ist man halt auch machtlos. Unter anderem kann man mit dem Baum auch eine Kaserne bekommen, welcher dann einen Golem bekommt. Ne? Eine Armee von 500 Golems, der ist aber nicht ohne, der Golem. Der kann reinschallern. So, wir quatschen mal jetzt nicht länger rum. Ihr wollt, glaube ich, was vom Spiel sehen. Von daher gehen wir jetzt in die erste Mission rein. So. Und sagen, es ist gesperrt. Warum ist sie gesperrt? Ach so, hier geht's los. Oh, ich bin leider ein bisschen gescrollt. Tut mir leid. So, wir spielen jetzt Letzter Überlebender. Wir gehen einfach rein. Es gibt verschiedene Methoden, das Spiel zu bedienen. Wir können... Pardon. So, Krieg ist niemals fair. Das gilt insbesondere in diesem Reich, Herr. Um unsere ultimative, unser ultimatives Ziel zu erreichen, ist es notwendig, mehr als nur einen Feind niederzubringen. Aber heute, dank meiner bemerkenswerten diplomatischen Fähigkeiten, bleibt es bei nur zwei Feinden, denen wir uns stellen müssen. Also ja, wie gesagt, im Tutorial ist es noch einer, ab dann sind es überwiegend zwei. Es können aber auch, wie gesagt, bis zu 26 Leute sein, gegen die wir kämpfen können. Das ist insane. Und ja, ein Dankeschön wäre durchaus angebracht. Bereiten wir nun unseren Angriff vor. So, wir können mit WASD steuern. Hier haben wir eine gegnerische feindliche Insel. Der hat jetzt hier einen Turm. Wir können mit der Maus drüber gehen. Lernt man alles im Tutorial. Das hat 60.000 Lebenspunkte, das gute Stück. Der hat hier noch einzelne Tower. Da können wir gucken. Man sieht auch jetzt, wenn wir mit der Maus drüber hovern. Warte mal, kann ich pausieren? Ich glaube, ich muss spielen, ne? Da sieht man halt auch die Angriffsraten und so weiter und so fort. So, das ist jetzt hier unser Ding. Wir machen ewiges Leben, den Turm. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier, da haben wir schon Türme, die verteidigen. Ewiges Leben, hier haben wir eine Kaserne, um eine Unit zu beschwören. Ich mach die mal hier hinten hin. Jetzt können wir nämlich aussuchen, was wollen wir haben. Wollen wir die Kaserne upgraden oder wollen wir in der nächsten Runde Units beschwören? Ich würde mal sagen, wir müssen uns auch wehren. Ne, wir müssen angreifen, einen Gegner vielleicht von zwei direkt wegmachen. Hier hätten wir noch einen Turm. Läuterung, Leute, Läuterung, der hat ein schönes Angriffspattern, oder? Hier haben wir jetzt einen Tower mehr. Ich würde sagen, die Läuterung nimmt sehr viel Platz ein, würde ich in erster Linie mal sagen. Ah, machen wir hier. Schön impulsartig. Wir haben noch Mana. Hier haben wir übrigens Mana und Ressourcen, ne? Das hier kostet zum Beispiel 30 Ressourcen. Oh, es geht gleich los. Ich muss mich beeilen. Zack. Der Sprenger. Okay, pass auf. Den machen wir hier hin. Wir können mit der 1-Taste Mauern ziehen. Da würde ich direkt hier nochmal ein paar Mauern durchziehen. Wir haben ja noch genug Stuff. Warte mal. Zack, hier die Mauer noch schließen. Machen wir hier nochmal Mauer schließen. So, kann ich schaden. Turm, ewiger Leben. Machen wir hinter der... ja, wo machen wir das hin? Hinter unserer Mauer. Kristallbrecher, Angriffszauber. Okay, hier haben wir einen Angriffszauber. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, man kann auch während des Zuges angreifen. So, da wir jetzt die Kaserne platziert haben und die Unit ausgewählt haben, können wir jetzt noch nicht angreifen. Es hat sich als erfolgreich erwiesen, erst einen Feind zu fokussieren und dessen größte Schwäche auszunutzen. Haltet euch nicht zurück, Herr. Alles klar. So, die können jetzt natürlich auch noch nicht angreifen, weil in der ersten Runde platzierst du, du kriegst, wenn du eine Kaserne hattest, oh hier. Ich mach mal direkt noch eine Kaserne. Und... Na, Höhlentore. Wollen wir das machen? Dann kriegen wir dann Glockendämonen. Komm, wir wählen jetzt, das ist halt jetzt die interessante Mechanik. Wir kriegen jetzt nicht die Units, wir haben jetzt Höhlentore. Und die platzieren wir direkt weiter. Jetzt haben wir hier zwei Gebäude platziert. Und jetzt können wir hier die Glockendämonen bekommen. Aber erst nächste Runde. Aber in der nächsten Angriffsphase müssen wir jetzt hier unsere... Oh. Ja, wir werden angegriffen. Herzlichen Glückwunsch.
Kristallbrecher. Das ist ein Angriffszauber. Ich probiere das mal aus. Moment. So. ja, gut. Wir können angreifen. Let's go. So, da kommen unsere Dämonen. Yo, sind ein bisschen viele, oder? Oh, yo! Yo! Okay. Wie sieht's hier bei den, bei unserem Angriff aus? Unsere Türme halten noch stand, das ist gut. Sehr gut. Wir machen mal noch mehr von den Türmen hier, weil die haben, glaube ich, einen relativ coolen Radius. Kann man eigentlich rotieren? Das weiß ich gerade nicht. Das wäre insane, wenn wir noch rotieren könnten. Aber das sieht nicht danach aus. Ne. Da habe ich die Mauer jetzt auch ein bisschen blöd platziert, muss man to be fair mal sagen, ne? Die habe ich echt ein bisschen bescheiden platziert. Ich mach mal hier das hin. Und dann gucken wir mal, dass wir das noch ein bisschen schützen mit Mauern. Dass sie uns das nicht direkt wegreißen. Ist jetzt nicht schön, ne? Ich zeig euch heute mal das Game, wie das aussieht. Die haben jetzt natürlich einen blöden Angriffspattern. Genau. So, wir können. Ich habe vergessen, mit welcher Taste. Man kann einen Zauber wirken, um halt so Mini-Schaden zu machen. Egal, Angriff ist vorbei. Dann die spawnen alle Units. Wir sind ja nicht allzu weit gekommen, muss ich sagen, ne? Oh shit. Wir sind jetzt nicht allzu weit durchgekommen. Schade, schade, schade. Vielleicht hätten wir zuerst hier angreifen müssen. Oh, das ist aber, ich glaube, das ist sogar schwieriger. Oh, der nächste Kampf geht los. Ich sollte weniger quatschen. Wir sollten weniger quatschen. So, pass auf. Turm, ewiges Leben. Eigentlich wäre es doch cool, wenn man die rotieren könnte. Ich glaube nicht, dass man sie nicht rotieren kann, oder? Aber mit den mir bekannten Tasten geht es definitiv schon mal nicht. Naja. Ja, mein Platzmanagement ist jetzt sehr, sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Wir machen das hier hin. Bekehrung. Der sieht doch toll aus. Pass auf, wir machen hier den Bekehrungsturm hin und schützen den natürlich mit Wänden. Wie viel Stein haben wir noch? Wir haben noch Ressourcen. Perfekt. Ich mach das so. Wir haben jetzt leider keine Units. Wir können noch mal Höhlentore machen. Wir haben leider jetzt nicht genug Units bisher. Wir wollen auch wieder die Dämonen haben. Da kommen sie auch. Wir machen noch mal Höhlentore. Wir brauchen Units. Ich hoffe, dass unsere Defense hier standhält. Da kommen sehr viele. Pass auf. Wird beschwört. Wird nochmal beschwört. Wir machen jetzt hier den Kristallbrecher. Anscheinend ist der für Gebäude. Pass auf. Und Angriff! Bam! Ja, okay, gut. Perfekt. Donnerfestung. Dämonenfestung. Eine weitere Kaserne. Die spielen wir auch direkt. Und wir wählen die Dämonen aus. Ewiges Leben. Was macht der Turm ewiges Leben? Der macht gar nichts. Der kann einfach nur ein bisschen angreifen im 1x1 Radius. Wir müssen hier oben ein bisschen die Verteidigung auf. Ah, der Angriffsradius ist, von diesen Türmen ist nicht so geil. Aber das ist jetzt ganz cool. So, wir besitzen leider keine Ressourcen mehr. Dinge, die im Kampf zerstört werden, musst du nicht wieder neu aufbauen. Ist der Kampf vorbei, ist die Runde beendet, wird alles anhand der Magie wieder aufgebaut, was man verloren hat. Oh, das sieht sehr gut aus. Wir durchdringen. Wir durchdringen, das ist sehr strong. Und wir greifen sogar das Hauptgebäude an. Okay, wir haben den ersten Gegner mehr oder weniger eliminiert. So, wir haben den Kampf überlebt. Perfekt. Aber war knapp, muss ich sagen. War knapp. Ich finde, unsere Defense ist nicht so geil. So, der hat ein bisschen HP verloren, ne? Ne, der hat gar nichts verloren. Der hat einfach gar nichts verloren. Schade. Wir brauchen mehr Dämonen. Wir brauchen mehr. Okay, wir haben hier nochmal einen Brecher. Wir machen einfach noch mehr Höllentore. Und noch mehr Höllentore.
Wir gehen jetzt auf vollen Angriff. Einer muss jetzt weg, ne? Einer muss jetzt einfach weg. Hier haben wir nochmal ein bisschen Defense. Pass auf, der ist ja ganz cool, der Tower. Von wo kommen die jetzt überwiegend? Jo, okay, die Masse konzentriert sich natürlich auch hier vorne. Also, schon mal vorweg, mein Setup ist einfach zum Kotzen. Stimmt mir hoffentlich zu. Das stimmt ihm mir hoffentlich zu. Wir schützen das Ganze hier noch mit Türmen. So, wir müssen jetzt beschwören, let's go. Wir greifen an, wir greifen an. Wir greifen an. Und direkt, wir greifen an. Und wir machen den Brecher, pass auf. Wir sorgen dafür, dass sie hier wieder schön durchgehen können. Ja, das war's, Alter. Das sind ja mehr Einheiten, als diese Insel überhaupt beinhalten kann. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob die das hier standhalten können. Pass auf, wir können gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen. Einfach noch... Wir haben ja genug Ressourcen. Wir haben noch genug Ressourcen. Einfach noch mehr Dämonen zaubern. Wobei die diese... Ah ja, okay, die kommen ja diese Runde nicht mehr dazu. Bekehrungsturm. Bekehrungsturm klingt immer gut, ne? Wie sieht's hier aus? Lass mal hier oben analysieren. Unsere Wellen. Wir hindern uns gegenseitig. Wir haben so viele Krieger, dass es schon abartig ist und die gar nicht vorankommen. Wir zerstören einfach alles. Ich will was probieren. Nee, das geht nicht. Schade. Boah, wir können halt hier schon im Early Game die Leute abfangen. Mich würde trotzdem gerne interessieren, ob wir die rotieren können. Was meinen die hier so? Ist halt jetzt nicht sicher, aber naja. Von hier kommen halt eine Menge Leute. Ja, der ist der Safe Weg. Der ist der Safe Weg. Guck mal, ich glaube, die verlieren. Ja, die verlieren HP. 30 Sekunden haben die noch Zeit, dass. Die Map ist so winzig, dass wir gar nicht überall. Also unsere Units kommen gar nicht mehr dahin, um da anzugreifen, ne? Aber es werden immer mehr. Guck mal, es werden immer mehr. Sehr geil. Der hat gar keine Chance. Der hat gar keine Chance. Wir haben es geschafft. Der erste Gegner ist eliminiert. Noch 9 Sekunden geht der Angriff. Jo, wir hätten den ja fast mal weggemacht. Da geht schon die... Oh, der hat so Glück, dass Zeit vorbei ist. Ich sag's, wie es ist. Der hat so Glück, dass die Zeit vorbei ist. Ja, die leisten gar keinen Widerstand. Was haben wir hier? Der Kosmos nimmt. Zerstöre 2. Okay, warte. So, wir konnten uns jetzt Karten aussuchen. Wir haben jetzt hier bekommen. Die Menge an Mana oder Struktur, die zum Spielen dieser Karte erforderlich ist. Kartenname, Kartentyp, ja, ja. Ich bin mir jetzt nicht... Warte mal, was ist das für ein Symbol? Das müsste... Ist das Wirtschaftsgebäude? Das Wirtschaftsgebäude, ne? Bau, um Ressourcen und Karten zu erzielen. Mhm. Okay. Das heißt, wenn wir das ausspielen, kriegen wir ein Wirtschaftsgebäude, oder was? Lasst es uns mal austesten. Es ist ja ein Zauber. Ah ja, wähle eine Karte und zerstöre... Das weiß ich jetzt nicht. Wähle Karte und zerstöre... Achso, ich muss jetzt hier eine zerstören. Muss ich beide machen? Okay, gut. Und wir kriegen dafür... Ja, hat sich das gelohnt? Darüber diskutieren wir ein anderes Mal. warte mal, wir machen jetzt hier einen Zauber draus. Erhalte eine... Bau der Verzweiflung. Okay. Gut, dann spielen wir das. Okay, beim Überleben. Jetzt haben wir das. Dadurch, dass wir das gemacht haben, haben wir jetzt beim Überleben. Ja? Beschwöre 200 Glockendämonen. Beim Überleben. Ja, warum nicht? Bekehrung. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen, aber den machen wir da oben hin. So, wir sind jetzt in der Angriffsphase schon, aber ich habe nicht so viele Dämonen. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Oder ob wir einmal noch ausharren. Weil wir haben halt for real nicht wirklich viel bekommen.
wir probieren das mal auszustehen, oder? Dann greifen wir erst nächste Runde an. Ich glaube, es ist eine gute Taktik. Wir harren aus. Entweder gelingt uns das oder wir werden zerstört. Wir werden sehen. Ist ja jetzt auch ein Learning. Ich spiele das hier zum ersten Mal richtig. Ich habe noch keine großartige Ahnung davon. Ich habe das Tutorial bisher gespielt. Wir sehen nur, dass die Gegner unseren Turret hier relativ, unsere Mauern relativ gut beschäftigen. Aber ist ja okay. Das heißt, es ist ja auch irgendwo, Zeitspiel ist auch eine Art von Taktik. Wenn der Gegner nicht durchkommt, ja, der muss das hier kaputt machen. Wenn er das nicht schafft, ihr müsst verstehen, wird alles wieder aufgebaut. Dann ist sein Zug einfach ja, nicht erfolgreich gewesen. Und das kann schon sehr ärgerlich sein. Und wie wir sehen, sind die Kreaturen vom Gegner einfach nur damit beschäftigt, unsere Mauern kaputt zu reißen und kommen keinen Schritt weiter. Insane, insane. So, hier haben wir übrigens unseren Ablagestapel. Das sehen wir, was wir bisher alles draufgeschmissen haben. Das sind unsere Karten, die wir noch ziehen können, also die bei uns drin sind. Hier steht, wie viele Karten wir maximal auf der Hand haben können. Das ist standardmäßig 4. Warum ich jetzt 5 habe, kann sein, dass es durch irgendeine erweiterte Karte ist. Okay, pass auf. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Wir haben Stand gehalten. Die sind nicht wirklich weit gekommen. Runde ist vorbei. Nächster Zug. Die behalten wir. Jetzt kriegen wir weitere. Wir machen die Dämonenfestung. Ich hoffe, wir haben noch irgendwo Platz dafür. Und sagen wieder Dämonen. Ja, mehr kann ich ja lustigerweise gar nicht spielen. Ich bin leicht verwirrt. Okay, pass auf, wir spielen die. Damit wir neue bekommen. Ich habe kein Mana mehr. Jetzt zack. Wir können sie spielen. Können die nächste spielen. Wir machen die jetzt tot, ne? Oh, jetzt haben wir unheiliger Pakt bekommen. Wir haben unheiliger Pakt. Pass auf, wir machen Bekehrung. Davon haben wir genug. Und wir machen den Kristallbrecher. Ne, den behalte ich mal lieber. So, wir zerstören 3 Karten. Und erhalten jetzt die hier. Und beschwören somit unheilig viele Gegnermassen. Und brechen jetzt am besten noch. Habe ich Mana? So, pass auf. Wir wollen ja irgendwie hier easy durchkommen. Pass auf, wir machen das hier so einfach. Der Kosmos nimmt. Wir opfern wieder 2 Gebäude. 2 Karten. Okay, bei Zauber hat Gefühl gar nichts gebracht. Oh, wir haben echt nicht viel Zeit, um bis dahinter zu kommen, ne? Die Türme halten schon sehr insane viel aus. Das sieht echt nicht gut aus, bin ich ehrlich. Ich habe halt gar kein Mana, um einen Zauber anzuwenden. Sehr ärgerlich. Aber die ersten Einheiten kommen jetzt durch. Die ersten Einheiten kommen durch. Guck mal, wie ich mich gar nicht hier um meine Einheiten, um meine Base kümmere. Oh, ich will ja nichts sagen, aber kriegen wir auf die Fresse? Kriegen wir hier auf die Fresse? Da muss ich jetzt noch ganz kurz ein paar Mauern bauen noch. So. Oh, die kommen ja gerade easy durch, ne? Oh, oh. Oh, oh. 30 Sekunden noch. Oh, aber was haben wir denn in der Zeit gemacht? Einmal nicht hingeguckt. Chat, einmal nicht hingeguckt. Die Base fällt und ganz ehrlich, unsere wird nicht fallen. Ne. Wir haben das Spiel gewonnen. Na, okay. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, ich werde mich damit noch ein bisschen befassen. Ich verstehe noch nicht so ganz, was diverse Sachen machen. Warum habe ich hier zum Beispiel einmal 2 Karten geopfert? Bei der einen Karte 3 opfern, kriegst du halt 3 neue. Das ist halt okay, aber warum das
mit dem Kosmos, wo ich zwei Karten zerstört habe und einfach nichts passiert. Da muss ich nochmal genauer nachlesen, was die macht. Müssen wir uns eventuell auch ein bisschen mehr Zeit lassen. So, du hast ein neues Szenario freigeschaltet. Durchbrechen. Pardon. Der war unangebracht, bin ich. Also da. Aber es sind 10. So, warte mal, DLC. Ja, ja, okay. Wir haben ein neues Szenario DLC freigeschaltet. Ist auch wichtig. Du hast einen neuen Profil-Account freigeschaltet. Mhm. So, wir haben unter anderem auch, will ich euch nochmal ganz kurz zeigen, online spielen. Ihr könnt euch ein Deck zusammenbauen und damit online spielen. Kämpfe mit bis zu 29 anderen Spielern ums Überleben. Nur der letzte verbleibende Spieler gewinnt. Die Besonderheit ist, zu jeder Zeit trittst du immer gleichzeitig gegen zwei andere Spieler an. Wenn einer von ihnen durch Zerstörung des Hauptgebäudes eliminiert wird, nimmt sofort der nächste Spieler seinen Platz ein. Krass, krass. Also, ne? Battle Royale. Der letzte gewinnt. Ist cool. Werden wir morgen im Stream machen. Oder heute, je nachdem wann das Video hier kommt. Wir haben sogar noch einen Hordenmodus. Wir haben benutzerdefinierte Spiele Stream Sniper. Stream Sniper stellt eine besondere Variante des Battle Royale Modus dar. Die es dir ermöglicht, gegen alle deine Freunde gleichzeitig anzudrehen. Oh, das ist cool. In einem Match von 1 gegen bis zu 29 andere Spieler kannst du die Aktion, die Action hosten oder ihr beitreten. Das ist cool. Das müssen wir mal im Stream machen, Leute. Da, also alle, die das hier gucken und das mal haben, ne? Wenn ihr das Spiel habt. Erstens, lasst gerne mal, ich würde mich über ein Abo freuen und über einen Kommentar, wie euch das Spiel an sich gefällt. Und einen Daumen nach oben. Und zudem würde ich mich ja freuen, wenn wir uns im Stream mal gemeinsam zusammenfinden und wir alle gegen alle kämpfen. Das wäre doch toll. Da hätte ich mal Bock drauf. Der Stream-Sniper-Modus ist ja... ist ja insane. Ja, also... alle, die abonnieren, kommt demnächst bei mir in den Stream rein, abends 18 Uhr, beziehungsweise 21 Uhr morgen. Ob ich das hier morgen mache, weiß ich noch nicht. Aber wir können es mal am Wochenende, glaube ich, machen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit für diesen Modus. Ich glaube, der ist auch ein bisschen zeitintensiver. So, wir machen jetzt für dieses Video noch eine kleine Offline-Session. Pass auf, wir gehen hier rein, wir machen Durchbrechen. Wir durchbrechen den... die Selektierung finde ich ein bisschen schwierig. Wir durchbrechen, Leute. Aber warte mal, lass mich noch mal ganz kurz gucken. Wenn wir... wo ist denn das? Wo ist unser... Deckschmiede? Die Deckschmiede. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch ihn hier nehmen. Kaserne, Zuflucht, Waldbio, Biotop... lebendiger Hain. Wirtschaftsgebäude. Was können wir da machen? Wirtschaftsgebäude, da können wir Angriffszauber erlernen. Ort der Heilung können wir bekommen. Überleben plus 1. Ah, Überleben beim Überleben. Wenn wir überlebt haben, kriegen wir ein Mana dazu. Das ist geil. Okay. Ernte, wir kriegen plus 4. Wirtschaftsgebäude. Plus 4. Ja, was ist das? Irgendwie fehlen mir so ein bisschen Legenden. Warte mal, Technologiebaum. Ha, lebendiger Heim. Plus 4 von dem. Während lebendig. Plus 1 davon. Okay. Macht auf jeden Fall coolen Shit anscheinend. Wähle Blütenbaum. Okay. Wirtschaftsgebäude. Das Ding ist sehr komplex. Oh, und am Ende kriegen wir Baumeinheiten, die ja... oh, überirdischer Avatar. 330 Leben. Die Menge an Schaden. Türm pro Sekunde angerichtet wurde. Okay, der ist auch gut gegen Türme. Der ist, da muss man auch noch aufgucken, drauf achten. Es gibt halt Zauber, die sind gut gegen Türme und es gibt Zauber, die sind gut gegen Units. Habe ich mich noch nicht mit befasst. Hier wissen wir jetzt auf jeden Fall, der ist gut gegen Türme. Den müssen wir. Pass auf, ich probiere den mal. Und der Lotus Tower sieht. Oh. Der macht 63 Schaden pro Sekunde. Guck mal, der hier hat 130. Der klappt ja einfach weg. Pass auf, wir nehmen den mal mit rein, oder? Wir nehmen den lebendigen Hain mal mit rein. Ich glaube, dafür muss ich aber irgendwas rausnehmen. Ist die Frage... ja, genau. Oh nein, jetzt habe ich den zweimal mit reingenommen. Wisst ihr was? Scheiß drauf.
Jetzt haben wir den 2 mit reingenommen. Mal gucken, ob das klappt. Der ist ja geil an sich. Wir spielen. War das jetzt Durchbruch, ja, ne? Ja, sieht so aus. Ein Schuss, ein Treffer. Viele Schüsse, viele Treffer. Genau so geht ein traditionelles Kriegssprichwort, wenn ich mich recht erinnere. Wie auch immer. Gut, wir gehen rein. Um im Krieg erfolgreich zu sein, ist es von allergrößter Wichtigkeit zu lernen, wie man die gute, befestigte Verteidigung durchbricht. Seht ihr die verschiedenen Ansätze, die unser Feind gewählt haben? Wir müssen jede davon durchbrechen, um den Sieg zu erringen. Also meine Strategie, Chat, ist, mit Massen kommst du immer zum Ziel. Ja? Alter, was hatten der hier? Command & Conquer Generals like ja, Plasma Gun oder so, ist ja wild. Nyx Sintara. Mhm. Der hat ja nicht viel Defense. Das ist ja cool, dass es hier halt auch verschiedene Deck-Styles gibt, ne? Wild. Sera Tiefenschatten. Lass mich darauf hinweisen, dass unsere Einheiten Stärken und Schwächen haben. Manche sind herausragend im Bezwingen von Türmen, während andere schwerwiegenden Schaden an Mauern machen. Hm. Wirtschaftsgebäude und Kasernen an, ja genau, und an Wirtschaftsgebäuden und Kasernen anrichten. Was ist denn los, hä? Warum bin ich am Gehen? Ja gut, die Mucke ist übrigens auch geil in dem Game, finde ich. Einfach geil. Der Giftsturm, das ist ein Zauberspruch. Oh, anscheinend greifen wir jetzt hier nur an. Wir haben hier eine fette Defense. Komm, wir greifen an. Wir machen jetzt Turm. Die machen am meisten Turmschaden. Die schicken wir zuerst. Dann hier. Ja, scheiße. Ich habe nichts mehr. Ich habe keinen Mana mehr. Komm, dann schicken wir jetzt noch die anderen Units rein. Oh, das sieht aber gut befestigt aus. Also, die Turrets sind ein bisschen böse, finde ich. Gar keine Chance, Bro. Gar keine Chance, Bro. Yo! Yamawan, gute Defense, die zu brechen scheint. Aber dafür ist sie halt gigantisch lang, ne? Wir müssen hier 4 Linien durchbrechen. Ist halt auch wieder schwierig. Hier ist unser Angriff schon vorbei. Ja, geil. Ja, hier haben noch ein paar einzelne... Hä? Die Insel da drüben ist ja gigantisch groß. Nee, da kommen wir nicht durch. Oh oh. Oh oh. Kriegen wir jetzt auf die Fresse? Hm. Ja, da haben wir die nächste Armee bekommen. Wir können einen Giftsturm machen. Giftsturm macht gegen... Oh, Gebäude 350 Schaden die Sekunde und gegen Units 80 Schaden. Mmh, 2000 davon. Pass auf, wir machen. Wir haben 6, ne? Den und den. Und machen noch den Giftsturm. Pass auf, wenn der wirklich gut gegen. Ich mach mal diesen hier. So, Kampf beginnen, let's go. Wir müssen aus Fehlern auch lernen. Zack. 2 Defense rein durchbrochen. Rennen die jetzt durch oder kämpfen die gegen die Turrets? Ah, okay, die kämpfen trotzdem noch gegen die Turrets. Aber die rennen halt auch wie ein Fluch durch die gegnerischen Reihen. Nicht schlecht. Also ich sehe mich da mal gegen die Community anzutreten. Ist wild. Sieht so aus, als würden die über die Mauer drüber springen. Ah, die machen halt Zero Mauerschaden, ne? Da komme ich nicht durch. Wie läuft's hier? Die haben halt einen endlosen Weg. Die haben ja einen endlosen Weg. Oh, wir kommen aber ran. Der hat hier keine Defense, Chat. Der hat hier keine Defense. Das ist doch ein Problem. Wir haben schnelle Units, die einfach... Die fressen aber auch seine Mauern einfach auf. Yo, insane. Ah, nur noch 5 Sekunden. Wir haben es trotzdem nicht geschafft. Ja gut. Was mache ich falsch?
Und da geht es ihm wieder gut. Also die Waldgeister waren ja insane, ne? Oder waren es die 3, 4? Die haben halt eine krasse Geschwindigkeit. Die nicht so. Wir sollten Mondlicht. Was machen Mondlicht? Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Okay. Die haben halt auch kaum HP. Die haben ein bisschen Range und machen halt sehr schlechten Schaden an Mauern. Oder es sind 44 Schaden pro... Was hat so eine Mauer an Defense? Wir können ja gucken. Denn ihre Mauer macht... Ja, schon... Oh, wir hatten Bonus-Mana bekommen. Warum generieren wir jetzt gerade? Warum generieren wir Mana ohne Ende? Wir haben sogar den Giftsturm, pass auf. Wenn wir hier Giftsturm haben, dann zwiebeln wir den hier so rein. Dann fallen ja noch die ganzen Mauern um. Die erste Reihe haben wir jetzt hier eh schon fast down. Komm schon, sehr geil. Bam! Die kommen jetzt... Alter, die gehen halt einmal hier rum, ne? Die kommen komplett, die flanken hier durchs Gebiet rein. Was halt eigentlich... Dass die Ionen spawnen, ist ein bisschen schade. Können wir das hier jetzt noch machen oder ist es zu spät? Wir hätten uns erstmal hier auf den Gegner konzentrieren sollen. Ja, wir hätten uns erstmal auf den Gegner hier konzentrieren sollen. Ich finde, es ist halt gar keine Zeit. Wir haben jetzt wieder nur noch 12 Sekunden. Wir kommen halt easy peasy durch. Jo, ich habe Mana des Todes. Kann es sein, dass wenn die das hier kaputt machen, wir Mana kriegen? Tatsächlich, bei Zerstörung plus ein Mana. Oha. Oha. So, neue Runde. Ihre Verteidigungen werden stärker. Wir sollten uns besser beeilen. Ja, was soll ich denn machen? Also... Ja, wir greifen jetzt einfach hier mit einem an, weil ich Mana des Todes habe. Aufgebraucht. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir müssen hier direkt alles kaputt machen, damit die durchrennen können. Die greifen uns ja an. Wir kriegen Mana gleich. Und wenn wir Mana bekommen, machen wir hier schnell als nächstes hier alles weg. Jetzt kommen schon die ersten Units. Wir reißen hier die Mauern ein. Und jetzt kommen die ersten Units. Zerhauen uns da unten hoffentlich das Mana. Da kommt schon das erste perfekt. Jetzt können wir hier alles einfach einreißen. Und können jetzt hier die nächsten einfach zerstören. Waldgeister holen. So, jetzt können die ja vom Prinzip her durchrennen. Pass auf, wir überlassen nichts im Schicksal. Die kämpfen ja gegen alle Mauern, wo sie dagegen laufen. Warum auch immer. Wir machen die hier nämlich direkt auch noch mit weg. So, jetzt müssen die eigentlich durchrattern können. Oh, jetzt kommt aber auch ein sehr starker Angriff von hier unten. Wir haben natürlich jetzt ein paar Units mehr als vorher. Ja, jetzt überrennen wir die. Jetzt haben sie keine Chance. Der Gegner ist futsch. Das heißt, wir werden nächste Runde auch nur noch von einem angegriffen. Wobei, wie steht es denn um den Gegner? Eigentlich nicht gut, aber das schaffen wir zeitlich nicht, ne? Oh, guck mal, der verliert schon fett HP. Ja, der ist so gut wie down. Easy. Den haben wir weggekloppt. Wir können auch hier rüber und jederzeit zu den Basen wechseln. Wenn wir auf die Namen klicken. Oh, schaffen wir das noch? 5, 4, 3, 2, 1. Der zieht doch noch ein bisschen nach, oder? Guck mal hier, der zieht noch ein bisschen nach. Haben wir gewonnen? Ja! Okay, krass. Da ist immer noch so ein kleiner Puffer hinten dran, wo der durchzieht. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Du hast einen neuen Profil in der Grund freigeschaltet. Nee. Wir haben halt das Katzen-DLC. Ich habe halt die Katze ausgerüstet. Die gefällt mir. Deswegen behalten wir auch die Katze. Ist immer ein DLC.
So, na gut. Leute, wenn euch das bis hierher gefallen hat, ne, schaut gerne dann bei mir mal im Stream vorbei. Da können wir mal eine gemeinsame Session machen. Das ist jetzt erstmal ein kleines Sneak Peek Preview Video mit so den Grundfeatures. Ihr habt mal zwei Einzelspieler-Kämpfe gesehen. Morgen mache ich dann auch mal online, normales Online, und mache ein bisschen im Stream die Kampagne weiter. Wird auch auf YouTube kommen, das Video. Also ihr müsst jetzt nicht zwingen, nur wenn ihr das noch sehen wollt. Ja, das Video kommt trotzdem. So, aber auf jeden Fall eine großartige Arbeit von den Entwicklern. Habe ich so noch nie gesehen. Macht Spaß. Man muss sich halt nur ein bisschen reinlesen. Ich habe gemerkt, ich habe einfach angefangen zu spielen und habe gehofft, dass ich das verstehe, wenn du nicht weißt, was die Gebäude machen. Also du musst dich da reinfuchsen und einfach gucken. Ja, naja. In diesem Sinne. Schlaf gut, wollte ich sagen. Aber na, vielleicht schlaft er auch einfach mal ganz gut. Ne? Tut eurem Körper mal was Gutes, schlaft mal ein bisschen. Und ansonsten, tschüss YouTube.